Buenos días. Hola. Wir sind heute wieder live am Gelände der UN-Klimakonferenz und freuen uns sehr, dass wir diesmal zwei Experten oder einen Experten und eine Expertin zu einem Interview begrüßen dürfen. Und zwar haben wir hier bei uns die Frau Magister Elfriede Anna-More, Abteilungsleiterin für internationale Umweltangelegenheiten. Und Dr. Helmut Hojewski, Abteilungsleiter für die Abteilung Klimaschutz und Luftreinhaltung, beide vom Umweltministerium in Wien. Darf ich euch beide kurz bitten, vielleicht eure Funktion hier in der Delegation auch vorzustellen? Ja, also solange der Herr Bundesminister Rupprechter nicht da ist, bin ich der Head of Delegation, also ich leite die Delegation auf der Beamtenebene, koordiniere die Arbeiten, die einzelnen Stränge, also bei mir, ich sollte den Überblick bewahren, ich versuche das. Ich befasse mich mit dem Thema Technologie, also sämtliche Tagesordnungspunkte, Verhandlungen zum Themenbereich Technologietransfer und Entwicklung. Wir haben dazu bereits zwei erfolgreiche Verhandlungsrunden abgeschlossen. Ich durfte auch diese beiden Verhandlungen als Co-Chair sozusagen facilitaten. Bin Teil auch vom EU-Expertenteam zum Themenbereich Technologie. Wir haben gestern mit einem dritten Punkt, mit einem dritten Bereich begonnen, den wir hoffentlich am Dienstag abschließen werden können. Okay, danke sehr. An dich, Helmut, vielleicht vorab auch jetzt ein paar Fragen. Gerne. Was ist die spontane Assoziation mit der COP20, der Klimakonferenz hier in Lima? Was kommt dir da in den Kopf? Bisher eigentlich eine sehr gute Atmosphäre. Also die Stimmung ist gut, es sind kaum konfrontationelle Situationen entstanden. Also man diskutiert sachlich. Ich sage immer, die warmen COPs, die heißen COPs sind in der Regel erfolgreicher und laufen in einer besseren Stimmung ab als kalte COPs irgendwo im Winter in Europa oder Nordamerika. Also der Eindruck bisher ist ein sehr guter, nicht confrontational, sondern eine gute und für die Arbeit förderliche Stimmung. Okay, wenn du jetzt einen Stolperstein und einen Erfolg herauspickst, der bisher erzielt worden ist. Es gab die zwei zu erwartenden Stolpersteine bisher. Das eine ist die Frage von Schäden infolge vom Klimawandel, also auf Englisch dieses Loss and Damage, also Verluste und Schäden. Das ist ein Thema, das immer wieder schwierig ist, das wird in die zweite Woche weitergetragen werden. Und das zweite Thema sind die negativen Auswirkungen von Klimaschutzmaßnahmen in Entwicklungsländern, vor allem in ölexportierenden Ländern. Auch das ist ein Thema, das immer wieder Kontroversen erzeugt. Auch das geht in die nächste Woche. Und ein Erfolg? Ein Erfolg ist sicher, dass in dem Verhandlungsstrang zum Pariser Abkommen man doch entscheidende Fortschritte gemacht hat. Man redet jetzt konkret über die Textelemente. Es haben die Delegationen Vorschläge eingebracht zum Papier der beiden Co-Vorsitzenden. Und da gehen die Diskussionen zwar jetzt nicht rasend schnell, aber sie machen Fortschritte. Und das ist sicher positiv. Und welche Erwartungen hast du noch jetzt bis zum Ende dieser Klimakonferenz? Wenn es so weitergeht, bin ich zuversichtlich, dass wir genug Material haben, anhand dessen wir dann wirklich verhandeln können ab nächstem Jahr. Okay, und weil du eben schon öfters bei Klimaverhandlungen dabei warst, was unterscheidet diese Klimakonferenz hier in Peru von früheren Klimakonferenzen? Also erstens ist es sehr heiß, aber zweitens muss ich sagen, dass die peruanische Präsidentschaft der Vertragsstaatenkonferenz wirklich eine ausgezeichnete Arbeit leistet. Mhm. Also der peruanische Umweltminister Miguel Vidal, der ist wirklich gut. Der hat den Überblick, der versucht, die Dinge voranzutreiben in sehr vielen bilateralen Gesprächen. Und die Peruaner haben auch wirklich tolle Arbeit geleistet, hier diese Konferenz-Facilities aus dem Boden zu stampfen. Da war wirklich vor 14 Tagen praktisch nichts. Also die haben von Asphaltieren angefangen bis zu Zelten, haben die alles binnen kürzester Zeit aufgestellt. Und die Peruaner und Peruanerinnen sind ein sehr freundliches Volk. Also die Stimmung ist tatsächlich gut, auch außerhalb des Konferenzzentrums.
Also der Einfluss von den Peruanern ist hauptsächlich durch das Bereitstellen der Facilities? Oder Nein. Wie gesagt, der Konferenzpräsident ist sehr engagiert. Mhm. Der kennt sich wirklich gut aus und versucht auch, er hat auch klare Vorstellungen, was er will. Also er hat klar gesagt, die technischen Punkte in der ersten Woche abarbeiten, schließen, was nicht erledigt werden kann, weiterschieben auf die zukünftigen Treffen dieser Unterorgane. Und jetzt in der zweiten Woche konzentrieren wir uns wirklich auf den Verhandlungspfad für das Pariser Abkommen. Und das ist er hat eine klare Linie, die verfolgt er, und bisher ist er von der auch nicht abgewichen. Und das ist eigentlich bisher sehr erfolgreich. Also er eiert nicht herum oder ändert seine Strategie, sehr straightforward. Okay, sehr gut. Und vielleicht, was Österreich auch betrifft, den Green Climate Fund noch kurz. Welche Position wird da noch zu erwarten sein von Österreich? Ja, die Diskussionen laufen in Österreich noch. Also wir hoffen sehr, dass unser Herr Bundesminister mit guten Nachrichten hier in Lima ankommt. Okay, dann sind wir gespannt. Danke, Helmut. Danke, Gerne. Helmut. Jetzt haben wir noch ein paar Fragen an dich, Elfie. Und zwar, du hast es vorher schon erwähnt, du bist in einer Gruppe Co-Facilitator. Was genau ist da deine Rolle und was heißt das an Arbeit für dich? Also die Aufgabe ist, dass man einen Themenbereich, der dieser Gruppe zugeordnet wird, zum Beispiel eine Draft Decision zu erarbeiten, in meinem Fall zum Thema Technologietransfer. Wir sind zwei Co-Chairs, also mein Kollege ist aus Belize, der Carlos Fuller. Also ist meistens ein Chair aus einem Entwicklungsland und ein Chair aus einem Industrieland. Und wir haben die Aufgabe, dass wir sozusagen die Verhandlungen moderieren. Also wir haben gestern zum Beispiel begonnen mit dem neuen Tagesordnungspunkt über die Zusammenhänge zwischen dem Technologiemechanismus und dem Finanzmechanismus unter der Konvention. Haben gestern einmal eine Stunde damit verbracht, dass wir Gelegenheit gegeben haben, dass uns die Delegierten sagen, was sind ihre wichtigsten Punkte zu diesem Thema. Das haben wir versucht sozusagen in einem Text abzubilden. Das heißt, wir sind gestern am Abend noch und heute in der Früh zusammengesessen mit dem Sekretariat und versucht eben diese ganzen Inputs auf Papier zu bringen. Dieses Dokument ist heute bereits available, man wird so englischsprachig, wenn man zu lange hier ist. Verfügbar, dankeschön. Und die nächste Runde ist jetzt sozusagen, dass wir dann die Delegierten wieder in den Verhandlungen begleiten und versuchen, sie zu einer Einigung zu bringen. Also als Co-Facilitator hat man selber keine eigene Position, aber man ist eben dafür verantwortlich, dass die Verhandlungen laufen, dass man auch versucht, sie untereinander zu Kompromissen zu bringen, ihnen Zeit zu geben, sie zu ermuntern, dass sie bilateral auch versuchen, wo es noch Divergenzen gibt, sich eben zu einigen. Und wie sind diese Verhandlungen bisher gelaufen? Wie war der Prozess? Gibt es schon Ergebnisse? Also meine Gruppe, muss ich sagen, ist sehr gut verlaufen. Also wir haben gleich am Montag mit den ersten Tagesordnungspunkten begonnen. Wir haben, also in der ersten Woche hatten wir zwei Themen und die konnten wir beide bereits am Donnerstag am Abend abschließen. Die Stimmung ist auch sehr gut. Also wir hatten klassischerweise zwischendurch einmal ein bisschen eine leichte Krise, also wo alle gemeint haben, puh, eigentlich kommen wir jetzt bei den noch offenen Fragen nicht mehr weiter. Aber das ist auch immer so klassisch, dass es einmal so einen leichten Breakdown sozusagen in den Verhandlungen gibt. Konnten wir aber überwinden, hat nur ganz, ganz kurz gedauert. Stimmung ist gut in der Gruppe, eben wir haben zwei Punkte erfolgreich abgeschlossen und das dritte Unterthema sozusagen bei Technologie gestern begonnen und wir hoffen, dass wir auch am Dienstag damit gut abschließen werden können. Du hast jetzt erwähnt, also ihr arbeitet jetzt im Thema Technologie. Ja. Könntest du kurz einen Überblick geben, wo dieses Unterthema sich in den gesamten Verhandlungen wiederfindet und wo eure Entscheidungen dann Eingang finden? Also das Thema Technologie, Transfer und Entwicklung ist ein laufender Tagesordnungspunkt bei der COP, also ganz oben angesiedelt auch, aber auch bei den Unterorganen, also bei dem Subsidiary Body of Implementation und auch bei SAPSTA, also dem etwas technischeren Unterorgan. Und es ist
Also von der Logik her, es wird vom obersten Gremium, also von der COP, ist es gleich am Montag in eine kleine Verhandlungsrunde gegeben worden, die eben wir, also der Carlos Fuller und ich, chairen dürfen. Das Ganze muss dann aber, wenn der Text agreed ist und es eine Einigung gibt, aber auch von dieser kleinen technischen Ebene wieder bis rauf sozusagen zur eigenen Vertragsstaatenkonferenzebene zurückberichtigt werden. Also es geht einmal von oben runter mit der Aufgabe, macht's das, kümmert euch drum, schaut, dass ihr zu einem guten Ergebnis kommt, und dann muss das Ganze von oben ins SBI-Plenum und dann wieder ins COP-Plenum zurückberichtet werden. Und wie wird man jetzt Chair von so einer Informal-Gruppe? Wie bist du Chair geworden? Oder Co-Facilitator? Also ich wurde gefragt vom SBI-Vorsitzenden. Also die sozusagen die Vorsitzenden von den übergeordneten Gremien, die eben beschließen, dass sie bestimmte Themen oder bestimmte Themenbereiche in kleinere Gruppen geben, die fragen dann auch mögliche Co-Facilitators, ob sie bereit wären, das zu machen. Danke. Dann jetzt vielleicht noch als Abschluss von dir auch noch ein Ausblick von dem jetzigen Standpunkt der Verhandlungen. Was ist dein Ausblick für Lima und für Paris im nächsten Jahr? Zu meinem Thema? Gerne auch zu deinem Thema. Also zu meinem Thema glaube ich, dass wir eine ganz gute Entscheidung eben zu diesen Zusammenhängen zwischen Technologiemechanismus und Finanzierungsmechanismus haben werden am Dienstag. Technologie ist auch ein Thema für die EDP und wird ein Thema sein, wie das Thema Technologie im neuen Abkommen verankert wird. Da ist sozusagen mein Ausblick, dass wir den jetzt funktionierenden Technologiemechanismus rüber mitnehmen in das neue Abkommen. Da wird es noch einige Streitereien geben, ob das genau so ist, wie er jetzt ist, oder ob es Änderungen geben muss. Und es ist bei Technologie immer das große Thema Intellectual Property Rights. Und das wird uns auch bis Paris begleiten. Dann sagen wir vielen Dank, dass ihr euch so lange Zeit genommen habt, und wünschen noch weiterhin alles Gute. Wir danken auch und auch euch noch eine schöne zweite Woche und viel Erfolg bei eurer Reporterinnen-Tätigkeit. Danke. Danke. Und schöne Grüße nach Wien. Schöne Grüße nach Wien.